Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2 mit dem zweiten Teil der Führerstandsmitfahrt hier auf der wunderschönen Dieselstrecke zwischen Königssee und Hallstein. Unser Fahrzeug 628 müsste es sein, steht bereit, Spitzenlichter an und wir ziehen erstmal zum Bahnsteig vor vom Betriebswerk hier in Königssee zum Bahnhof. Oder man ist, vielleicht wird es sogar ein Hauptbahnhof. Es könnte sogar potenziell ein Hauptbahnhof werden. Wer sich übrigens wundert, warum ich jetzt hier einen Zweiteiler draus mache, ich muss es aktuell so ein ganz klein bisschen strecken. Denn wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich aktuell mit Erscheinen dieser Folge auf einem kleinen Kurzurlaub im wunderschönen Pfaffenwinkel. Grüße gehen also raus aus dem hoffentlich sonnigen Pfaffenwinkel in der Nähe des Ammersees. So, wir fahren ein. Das habt ihr bereits alles kennengelernt, so ein bisschen. Und ich glaube, ich habe auch schon ein, zwei Sachen verraten, was es hier noch alles zu sehen geben wird. Im Königssee, Thema Stadtbau wird einigermaßen reduziert sein. Es wird aber ein, zwei nette Hingucker geben. Ihr habt vielleicht im Hintergrund schon dieses große Kirchengebäude erkennen können. Dieses domartige Ding. Dort drumherum wird es ein bisschen was Prachtvolleres geben, inklusive Marktplatz und solchen Geschichten. Und Thema Baustelle wird hier auch nochmal aufgegriffen. Infrastrukturbaumaßnahmen dort am mittleren Bahnsteig, also hier aus der Perspektive der linke Bahnsteig, der wird so ein bisschen sich in der Erneuerung befinden. Ich glaube, ich habe hier übrigens aus Versehen LZB-Kabel genau hier verlegt, auf ein paar Metern. Okay, muss ich auch noch ausbessern. Und da fehlt ein Stückchen Oberleitung, sehe ich auch jetzt erst. Also ihr seht schon, hier gibt es noch einiges zu tun. Man darf noch nicht zu genau hinschauen. Es ist aber trotzdem schon relativ weit vorangeschritten. Also Betriebswerk wird es geben. Da vorne seht ihr ja schon auf der linken Seite hier dieses Umspannwerk mit der Einspeisung. Und wie gesagt, nochmal ein paar Infrastrukturbaumaßnahmen, Gleisbauarbeiten, solche Geschichten. Also es wird schon ein bisschen was zu sehen geben hier in Königssee. Und generell ist es ja auch ein durchaus relevanter Bahnhof, dadurch, dass es einfach ein Knotenpunkt ist und der letzte Bahnhof hier auf deutschem Boden. Wird also ein etwas umfangreicherer Bauabschnitt werden. So, dann begeben wir uns abermals auf die Dieselstrecke. Nächster Halt ist Geisach. Durch das ganze ländliche Idyll noch einmal hindurch. Diesmal die Perspektive der anderen Richtung. Dieselstrecken, generell immer wirklich ein wunderschönes Thema. Komme ich immer wieder dorthin zurück. Auf jeder Karte, glaube ich, gab es bislang eine etwas kürzere oder etwas längere Dieselstrecke in verschiedenen Ausführungen. Und ich bin natürlich immer schon so ein bisschen am Überlegen, wie macht man das eigentlich auf der nächsten Karte? Das soll ja diese Schweizer Karte werden. Und ich habe jetzt wirklich nur ganz kurz nachgelesen und meines Wissens ist seit 2004 das Hauptnetz, zumindest das SBB-Netz, vollständig elektrifiziert. Also da gibt es einfach keine Dieselstrecken oder nicht elektrifizierten Strecken. Aber die haben ja noch mehr Betreiber und was die anderen Betreiber angeht, da stand zumindest in einem kurzen Wikipedia-Artikel drin, dass die größtenteils elektrifiziert sind. Also eine Dieselstrecke oder einfach nicht elektrifizierte Strecke auf einer Schweizer Karte, da müsste man sich dann schon viel künstlerische Freiheit herausnehmen. Oder man sagt eben, man versucht einfach eine Strecke darzustellen, die irgendwie aus von vor 130, 140 Jahren besteht oder sowas in der Richtung. Also da bin ich bislang noch ein bisschen ratlos. Gerne hätte ich das Thema natürlich wieder mit dabei, weil es einfach sehr reizvoll ist und auch einfach eine schöne Abwechslung bietet zu dem ganzen restlichen, doch eher modern gehalteneren Gebastel. Nichts gegen elektrifizierte Strecken, ist auch alles toll zu bauen, aber das ist irgendwie so ein bisschen das Salz in der Suppe, ne? Sowas wie hier. Und da muss ich einfach schauen, dass ich dann irgendwie so den Spagat hinbekomme zwischen kannst du nicht bringen, in der Schweiz ist alles elektrifiziert, wie kannst du hier eine Dieselstrecke bauen und eben, ja, ich habe aber Bock auf eine Dieselstrecke, also da dürft ihr mir gerne auch Anregungen und eure Meinung in die Kommentare schreiben, schon jetzt so ein bisschen für die Planung, was ihr generell davon haltet. Kann man das bringen, nicht elektrifizierte Strecken in der Schweiz zu bauen? Muss ja auch nur eine Nebenstrecke sein. Aber das ist tatsächlich, kam mir jetzt mal neulich so in den Sinn geploppt, als ich hier so länger an diesem Thema saß. Und dann war das eben eine naheliegende Überlegung, ne?
Wie machen wir das denn auf der nächsten Karte? Dieselstrecke muss eigentlich schon wieder mit dabei sein. Aber naja, da wird noch ein bisschen viel Wasser den Rhein hinabfließen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber die Überlegung ist natürlich schon da. Denn die, die wir es vielleicht nicht mitbekommen haben, also es gibt da diese wunderschöne Karte Lausanne-Sion, glaube ich. Und im Wesentlichen so die ganze Gegend dort, die wirklich einfach sensationell gut dargestellt ist. Und das ist schon aktuell mein absoluter Nummer 1 Kandidat, Favorit für die nächste Staffel. Die zwar noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir dorthin kommen, aber es ist langsam, ganz, ganz langsam absehbar, würde ich mal sagen. Na schön, aber lassen wir das für den Moment mal ruhen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Zugkreuzung, ein alter Bekannter. Museumsbahn auf dem Weg Richtung Königssee und wir begeben uns nach Waldbronn. Also hier schon auch die Zeit so ein bisschen stehen geblieben, ne? Kutschen sind hier schön zu sehen. Formsignale, Spannwerk. Aber so soll es ja sein. Schon so ein bisschen Modelleisenbahnromantik, ne? Übrigens, die Karre hier scheint kein Soundset verbaut zu haben, wie mir scheint. Außer ich habe vielleicht irgendein Update verpasst, aber es kommt kein Ton heraus bei den Pfeiftafeln. Also funktioniert einfach nicht mit allen Fahrzeugen. So, dann folgen wir hier noch ein Stückchen diesem Flusslauf und sind dann gleich am Waldbronner See. Schön zugewuchert hier alles. Ich finde auch die Nadelbäume kommen hier in solchen Bereichen besonders schön zur Geltung. Ihr seht, ich habe die eher so punktuell überall verteilt, ne, weil die sind ja so ein bisschen Performance, sind da ein bisschen problematisch. Deswegen sollte man es nicht zu sehr übertreiben damit, aber sie kommen ganz gut zur Geltung, wenn man sie so punktuell aufträgt. Gut, dann haben wir hier schon Waldbronn im Blickfeld. Auch nett, die Landschaft so generell ein bisschen hügeliger, wenn man aus dieser Richtung kommt und das flacht dann so langsam, aber sicher wieder ab, denn wir bewegen uns ja grob Richtung Küste dann so langsam, wenn wir der Strecke weiter folgen. Jetzt haben wir übrigens schon ungefähr die Hälfte der Gesamtkilometer hinter uns gelassen. Wirkt gar nicht so, aber Waldbronn ist tatsächlich ziemlich genau in der Mitte. So, Einfahrtssignal. Die Schranken gehen zu. Und wir erreichen Waldbronn. Exakt bei Kilometer 6,0. So, kurzer Zwischenhalt. Blick auf den Bahnsteig und das Bahnhofsgebäude. Würde auch gut thematisch, finde ich, allein nur von der Optik her in die Schweiz passen. Vielleicht benutze ich das dort auch nochmal. Natürlich auch jetzt schon wieder ein heißer Kandidat für die neue Karte. Und ohne Zugkreuzung geht es direkt weiter. Hier nochmal kurz der Blick hinüber zu dem wunderschönen Gasthof. Gut besucht, wie mir scheint. Viele Autos geparkt. Und dann geht's hier nochmal auf die zweite Hälfte der Strecke. Jo, Makrofon müsst ihr euch jetzt dazu denken.
Könnt ihr selber überluten. Ja, schön hier so an den Feldern vorbei. Da hinten blüht der Raps. Telegrafenmasten sind auch immer wieder ein Hingucker. Vereinzelt kann man auch Trauerweiden erkennen. Die sind auch alle bei diesem Bauernhofpaket von Ingo enthalten. Und der nächste Halt kündigt sich bereits an. Ahrensnest. Das Gelände ist jetzt auch schon deutlich abgeflacht. Man kann schon im Hintergrund die Windräder erkennen. Wir nähern uns der Küste. Ja, unterm Strich bin ich durchaus zufrieden, wie sich die Dieselstrecke entwickelt hat diesmal. Auf dieser Karte. Eine weitere in der Form wird es auf dieser Karte voraussichtlich nicht geben. Na, da springt sonst wirklich den Rahmen. Ich musste ja eh schon so ein bisschen den Rotstift ansetzen. Aber die ist zumindest gut geworden. So, da haben wir den Gegenzug. Komplett im verkehrsroten Gewand. Und schon allein, um der 218 eine Heimat zu bieten, braucht eigentlich jede Karte eine Dieselstrecke. Dafür lohnt sich das schon. So. Ahrensnest. Noch knapp 3 Kilometer bis nach Hallstein. Hier drüben die Ausflugswirtschaft. Und wir haben nochmal eine Zugkreuzung dabei. Den sind wir in der letzten Folge gefahren. Der ist jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Fast ein bisschen viel Betrieb hier. Gut, dann geht es hier nochmal auf die letzten paar Kilometer. Unbeschränkter Bahnübergang. Da drüben steht auch einer der schönen Bauernhöfe von Ingo. In der Klinkeroptik. Mitten durchs Vogelschutzgebiet. Links, man kann es nicht erkennen, aber das ist eigentlich eine Vogelschutzinsel. Hatte ich mir irgendwann überlegt. So eine kleine Halbinsel eigentlich. Ich glaube, wir hatten sogar so eine Beobachtungsstation für, wie nennt man die, Ornithologen hingestellt. Kann man natürlich alles nicht erkennen aus dieser Perspektive. Und dann werden wir gleich nochmal hier unseren Geheimtipp, den kleinen Badestrand hier passieren. Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km/h größtenteils hier. Die Gleisbögen meistens etwas reduziert. Hier sieht man den Badestrand. Kleines Kiosk mit dabei. Die Betonbrücke, die hier vorne entlangläuft, übrigens, das ist, glaube ich, ist es jetzt sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Autobahn. Thema Autobahn muss ich auch mal dringend wieder aufgreifen. Das habe ich schon in Ansätzen überall so ein bisschen verbaut, die Autobahnkreuze hingesetzt, wo sie ungefähr hin sollen, aber dann auch, da ist schon lange nichts mehr passiert. Da muss ich dringend mal wieder dran gehen. So, tatsächlich mal ein rotes Signal, ich glaube es ja nicht. Ah, sehr gut, wir haben Glück. Wir werden direkt weitergeleitet. Da
Das müsste jetzt schon das Einfahrsignal für Hallstein gewesen sein. Und es geht auf den letzten Kilometer hier. Und ich glaube, ich kann das Meer schon riechen. Wir sind jetzt wirklich nicht mehr weit entfernt. Ungefähr dort, wo sich links die ganzen Windräder befinden, das ist dann schon der Küstenbereich. Ja, schön. Vorne sieht man schon schön die Hauptstrecken laufen, Richtung Hansburg und Richtung Rheinstrecke. Und wir lassen das Idyll wieder hinter uns. Wir sind wieder in der elektrifizierten Zivilisation angekommen. Hier ist das Einfahrsignal übrigens. Da rollt auch schon der Schweizer Fernverkehr. Und wir werden hier wieder eingefädelt. Und erreichen die Endstation Hallstein. Sehr schön, noch die ein oder andere Zugbegegnung hier mitgenommen. Die Linien scheinen auch alle gut zu laufen. Das ist auch immer sehr beruhigend. Keine Zugstaus und dergleichen. Gut, dann Endstation Hallstein, Ankunft auf Gleis 2. Ja, dann steigen wir mal aus. Fangen noch ein, zwei Perspektiven ein für den generellen Überblick. Und dann haben wir hier dieses ganze Mitfahrtthema auf der Dieselstrecke erstmal abgeschlossen. Und werden uns anschließend in den nächsten Folgen Vollgas dem Bauabschnitt Königssee widmen und zusehen, dass wir dort vorankommen. Anschließend wird der Schweizer Bauabschnitt beginnen und natürlich nicht zu vergessen Sylt. Ich habe es nicht vergessen. Das habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen ausgeklammert. Ich wollte erst die ganze Küstenthematik fertig bekommen, also die Küstenstrecke an sich fortführen bis Königssee, dass wir dort erstmal hinkommen. Und dann irgendwann, wenn ich Lust drauf habe, ist ja doch ein bisschen umfangreicheres Thema, werden wir uns der Insel widmen. So, sehr schön. Wunderbar. 103. Lässt sich auch nochmal blicken hier. Güterverkehr, das Wasserflugzeug. Ja, und hier nochmal der Blick Richtung Hansburg. Und nochmal so ein bisschen zur Übersicht. Kann man dort einigermaßen erkennen, wo sich die Dieselstrecke genau entlang schlängelt. Hier so im Wesentlichen dem Flüsschen hier folgend. Immer mal wieder den Fluss überquerend. Bis ganz dahinter. Bis Waldbrunn am See. Und darüber hinaus bis Königssee. Okay, das soll es gewesen sein für den Moment. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.